Bei einer Schenkelhalsfraktur bricht der Oberschenkelknochen ganz knapp unter dem Hüftkopf. In der Regel wird dadurch die Durchblutung des Hüftkopfs so schwer geschädigt, dass der Hüftkopf nicht gut heilen kann. Und dann ersetzen wir den kompletten Hüftkopf durch eine spezielle Prothese, die einerseits eine gute Beweglichkeit bietet, aber auch unmittelbar so stabil ist, dass wir die Patienten mit Vollbelastung wieder aus dem Bett herausbekommen.